In diesem altägyptischen Tempel sind Schätze. Also ziehen bei Luxor die Spieler mit ihren Forschern den verschlungenen Weg Richtung Grabkammer in der Mitte. Immer weiter geht es durch die Gänge und an bestimmten Stellen bekommt man noch einen weiteren Forscher hinzu. Dann darf mein nächstes Männchen an den Start. Wer genug Forscher auf einem Schatzfeld zusammen hat, kann die Vasen, Statuen oder Schmuckstücke mitnehmen. Für komplette Sets gibt es am Ende viele Siegpunkte. Aber auch eingesammelte Skarabäen zählen am Ende. Um die Forscher an die richtigen Stellen zu ziehen, darf man immer nur eine der beiden äußeren Handkarten ausspielen. Sie bestimmen, wie weit gezogen wird. Eine neue Karte kommt dann in die Mitte der Kartenhand. Gar nicht so einfach, so den eigenen Zug zu planen. Das hat dir nichts gebracht, aber schön. Denn jetzt werde ich dieses Plättchen nehmen. Das Spiel endet, wenn zwei Spieler die Grabkammer erreicht haben, wozu sie vorher im Tempel auch noch einen Schlüssel finden müssen. Jetzt zählen auch alle Forscher im Tempel, je weiter innen, umso besser. Luxor ist ein taktisches Sammel- und Laufspiel für 2 bis 4 Forscher ab 8 Jahren. Es dauert etwa eine Dreiviertelstunde und kostet ca. 40 €.